Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video außer der Reihe. Ich würde Ihnen hier ganz gern zeigen, weshalb Sie möglicherweise doch ein Headset brauchen, wenn Sie an Videokonferenzen oder an Chatgesprächen übers Netz teilnehmen. Da immer häufiger jetzt die Frage aufkommt, brauche ich denn überhaupt ein Headset? Ist das notwendige Hardware? Das müssen Sie schlussendlich für sich selbst entscheiden. Ich zeige Ihnen nochmal drei, vier Kaufgründe, warum Sie es tun sollten. Denn Sie sprechen nicht nur für sich, sondern Sie sprechen auch für andere. Und die werden es Ihnen danken, wenn Sie nicht die ganze Geräuschkulisse mit auf Band haben, die Sie umgibt. Dazu werde ich das Gedicht Frühling auf Vorschuss von Erich Kästner wählen. Und bin gespannt, ob die kleine Präsentation Sie dazu bewegt, doch etwas Mühe in Ihr Equipment zu stecken. Sie hören im Moment gerade das Samsung Stage Kit, ein Funkmikrofon mit Kugelcharakteristik, das ausgerichtet darauf ist, dass man spricht. Und ich stelle jetzt das Mikrofon um auf das interne Mikrofon des Notebooks. Sie werden, Achtung, alles hören, alle Umgebungsgeräusche. Sie werden eine stark verzerrte Stimme hören. Sie werden durch die Audioaufnahmen des Desktops gestört werden, also das heißt alle Lüftergeräusche, Tastaturgeräusche und so weiter mitnehmen. Und Sie dürfen sich das Ganze noch denken mit einer Audiorückkopplung, wenn Sie keine externen Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen haben, denn dann nimmt das Mikrofon nicht nur Ihre eigene Stimme, sondern auch noch diejenige Stimme auf, die über die externen Lautsprecher des Notebooks wiedergegeben werden. Achtung, bitte nicht erschrecken, ich stelle das Mikro um auf den Standardeingang. Im Grünen ist's noch gar nicht grün. Das Gras steht ungekämmt im Wald, als sei es 1000 Jahre alt. Hier also, denkt man, sollen bald die Glockenblumen blühen. So, um das Ganze ein bisschen abzumildern, würde ich jetzt externe Kopfhörer aufsetzen. Das kann ich mir allerdings sparen. Und ich schließe folgendes kleinere Headset an, das ich hier noch gerade liegen hatte, nämlich ein Nokia-Headset, was zu meinem Telefon dazugehörte. Sowas haben Sie vielleicht in irgendeiner Schublade liegen und das sollte die Aufnahme mit einem Schlag verbessern. So, ich stelle das Mikrofon nochmal um. Ich habe hier eine Sprechgarnitur mit kleinen Kopfhörern und die verwenden wir jetzt. Sie hören im Moment gerade diese kleinen Kopfhörer. Die Blätter sind im Dienst ergraut und rascheln dort und rascheln hier, als raschle Butterbrotpapier. Der Wind spielt überm Wald Klavier, mal leise und mal laut. So, dritter Test. Wieder eine Umstellung und zwar auf die Das Mikrofon der Kamera, über die Sie mich gerade sehen, also das heißt die Kamera Logitech, eine, ich glaube, HD 920, die in 1080p hier aufzeichnet. Doch wer das Leben kennt, der kennt's. Und sicher wird's in diesem Jahr so, wie es in anderen Jahren war. Im Walde sitzt ein Ehepaar und wartet auf den Lenz. Und nun zum Schluss stelle ich noch einmal um auf das Samsung Wireless Headset. Man soll die beiden drum nicht schelten. Sie lieben die Natur und sitzen gern in Wald und Flur. Man kann's ganz gut verstehen, nur sie werden sich erkälten. Ja, mit diesem Gedicht von Kästner vielleicht ein Hinweis darauf, mit welchem Mikrofon Sie arbeiten sollten und wie unterschiedlich Sie in unterschiedlichen Settings klingen. Deshalb sei Ihnen zwingend empfohlen, darüber nachzudenken, welches Headset Sie verwenden wollen. Ich hoffe, das war Ihnen erstmal ein Hinweis und ein Tipp. Und wir hören und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin.